Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands mit Jack2LP. Wir sind diese hier. Schaben, ey, das ist so nervig. Ich finde die cool. Ja, aber die sind so laut. Wenn man die mal überfährt. Auf jeden Fall wollen wir 3 Benzintanks zerstören. Anscheinend. Die Frage ist, wo die sind. Ich habe keine Ahnung. Moment, auf der Karte? Ah, hier ist ein Haus, hier ist ein Alter. Oh. Scusi. Nochmal Scusi. So, mit dem Auto drüber ist einfach die beste Option, die ihr hast. Ja, aber die fliegen hier auch. Ja gut, die fliegenden sind dann schwierig. So, da müssen wir nämlich rein, das ist mir nämlich vorhin aufgefallen. Aber da wimmelt es irgendwie noch von so Viechern. Da wird mir gerade sehr viel auf der Karte angezeigt. Ja. Alter. Hoho. Hm, hier sind ein paar Tote drin. Alter! Ich sehe tote Menschen, Jack! Überall! Ich sehe nicht nur tote Menschen, ich sehe auch tote Tiere. Ist der auch tot? Okay, Nahkampf ist sehr wirkungsvoll gegen die Viecher. Anscheinend schon, ne? Hoch. Also auch wenn die Level 20 sind, kriegen die dadurch echt eine Menge Schaden. Ja. Teilweise sind die dann tatsächlich mit einem down, ansonsten nochmal nachsetzen. Das ist ein richtiger Headcrab-Verschnitt hier. So, der Benzintank, okay. Der ist Geschichte. Und ich krieg gerade Schaden von hinten. Ja, ich verstehe das mal die Sachen an. Oh, hier ist eine Waschmaschine. Was ist denn eine Waschmaschine? Hm. Shotgun. Hey! Da verstecke ich meine auch immer. Ja, auf jeden Fall. Wer hat denn bitte keine Munition in seiner Waschmaschine? So. Ach, da ist noch einer. Ach so. Hier ist. Boah, ich muss aber auch jedes Mal nachladen. Sehr gut, das ist ein bisschen nervig. Ja, das ist aber, total nervig. Der Schaden, der ist halt krass davon. Ja. Ganz ordentlich. So. Ach, mein rosa Auto steht hier noch. So, dann haben wir einen Benzintank. Dann würde ich mal sagen, fahren wir zum nächsten, oder? Ja, wenn mein Fahrzeug mal losfahren würde. Hallo? Achso, ja. Wenn ich mich mal an Steuer gesetzt hätte, dann könnte das vielleicht funktionieren. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, ich glaube, ich weiß, wo die nächste Tankstelle ist. Ja. Ich bin sogar sehr sicher, dass ich es weiß. Nein, ich weiß es nicht. Okay, gut. Ja, Leute, die Fahrzeugsteuerung ist wirklich so grottig, wie sie gerade bei mir aussieht. Ich fahre hier wieder wie ein Profi, souverän durch den Straßenverkehr. So, ich habe den nächsten Benzintank gefunden und es steht ein Schild davor. Piss off. Ja, wie immer, ne? Eingeladen. Oh, Level 21er, das ist nicht nett. Nur weil ich eine Frau bin? Fress Raketen! Oh, Entschuldigung. Schön, wie du mir hinten reinfährst, das ist ja nett. Wie immer. Scusi. Was war denn das eben? Dezent daneben geschossen. Du hast übrigens auch ein MG, ne? Nur mal so als Hinweis. Ja, aber das bringt mir ja auch nicht so viel. Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an. Oh, mein Auto kriegt irgendwie so leicht Damage gerade. Und ich will mal kurz weg. Lass sie mal rauslocken. Ich habe nichts dagegen. Weil hier draußen kann ich sie nämlich auch mit dem Raketenwerfer treffen. Du solltest nur eventuell in dein Auto steigen. Na. Ich bin ja ganz gut aufgehoben. Umfahren, mich nicht treffen lassen. Ja. Moment, ich bin ja eigentlich ganz gut aufgehoben gerade. Full Health. Alter, die machen aber auch Schaden. Ja, doch. Okay, gut, da ist jetzt nur noch der 21er. Mein Auto hängt so leicht wieder fest. So, Mann, jetzt bin ich schon wieder. Jetzt bin ich ja schon wieder falsch eingestiegen, ich Depp. Mann, das gibt's doch nicht. Alter, vier Leben. Und weg. Weg hier. Ah, 2 Leben noch, Alter. Dieses Auto muss auch einiges mitmachen. Okay. Also ich alles klar bei dir. Bis ich nicht mehr brenne. Ja, es ist. Das wäre nicht schlecht, ne? So gut, jetzt qualmt es nur noch.
Okay, jetzt bin ich wieder einigermaßen ganz. Ja, oh, mein Wagen ist auch weg. Die Fuhl erwischt. Oh, mein Auto hat es irgendwie auch erwischt. Alter! Wer macht denn da so viel Schaden von denen? Das könnte schwierig werden. Nein, verdammt! Das war's. Stand da noch einer. Verdammt, ja, ich glaube für mich auch. Schade. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Wir müssen irgendwie den Benzintank zerstören. Eventuell mit der Sniper aus der Entfernung oder so. Okay. So. Da vorne sind wieder welche. Weil die müssen wir leider nicht erledigen, glaube ich. Nee, doch, die müssen wir erledigen. Da ist auch ein Benzintank. Echt? Ja. Zumindest hat da irgendwas grün geleuchtet. Also da ist auf jeden Fall ein Questgegenstand irgendwo. Ach so, da müssen wir ein Ventil zudrehen. Warte, das war. Errungenschaft freigeschaltet. Meister Erforscher? Aha. Hm, hier liegt noch irgendwas. Ach, Meister Erforscher. Na, mach mal. Ich kann das Rad. Jetzt sollte ich es drehen, okay. Ventil geschlossen. 1 von 3. 1 von 3, genau. Das war nämlich die andere Quest, die noch offen ist. Ach so. Also einmal die Ventile schließen und die Dinger in die Luft jagen. Dann haben wir nämlich gleich 3 Quests abgeschlossen, die hier so rum geflogen sind. Und dann müssten eigentlich die Banditen, glaube ich, sogar weniger werden in dem Bereich. Aber, ja, müssen wir gucken. Wenn du das sagst. Ja, ich weiß nicht, ob die tatsächlich weniger werden. Auf jeden Fall, laut Beschreibung sollen sie weniger werden, der Quest. Ich finde es echt toll, wenn man die einfach so überfährt. Und platsch, lassen sie tot. Ja, das war das Einzige, was du mit dem machen kannst. Also, warte mal, ich guck mal, vielleicht gucken. Ja, das war schon wieder mit mir. Ich werde niemals sterben! Ah. Doch, er wird sterben, wenn ich ankomme. Nein, ich sehe kaum noch etwas. Okay. So viel dazu. Ach, du lebst auch wieder? Achso, nee, hier nicht. Ja, nicht so wirklich. Alter, wie die Granaten abgehen. Schonen wir unsere Füße. Ein weiser Mann. Hier lang. Wer fährt gerade mit Granaten um mich? Ja, ich lass mir Zeit. Achso, ich kann ja mal wieder. Okay, die Fetten sind alle weg jetzt. Ich hab nur leider keine Granaten mehr. Ach, super. Jetzt rennt der Pisser weg, wo ich mich gerade reviven könnte. Moment. Leider genau in dem Moment wieder hinter Schild gerannt. Das ist sowas von Assi gewesen von dem Typen. Komm schon. Oh Mann, das dauert ja. Also, einen habe ich da wieder erwischt. Und der nächste. Der nächste, der kann ordentlich einstecken. Wow. Ja. So, den hat's zerlegt. Mein Vogel, mein guter Falke. Ja, und meine Schrotze, die mitten ins Gesicht gezielt hat. So, wie viel Schaden macht die? Die schnappe ich mir gleich mal. Gut, dann habe ich mir die Kiste hier. Gut, dass die zwei sind. Das nenne ich Beute. Okay. So. Die ist doch bestimmt wieder ab. Okay. Level 22. Okay. Alles klar. Gut, dass ich die schon mal habe. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so gerade eingesammelt habe, aber es klang gut. Mit Level 19 kann ich gleich 3 neue Waffen benutzen. Darauf freue ich mich schon. Ich bin jetzt Level 19, aber... Ja. Gib du noch an. Ich kann hier leider nicht so viel benutzen. Huch. Jetzt habe ich ja wieder irgendwas eingesammelt. Also ich habe auch eine Waffe für Level 22 19, und zwar eine Sniper gefunden. Ja, ich auch. Da 314. Na, 256. Und die Schrotze macht... Okay, 21 Schaden. Die Scheiße, die kann gleich vertickt werden. Das Gewehr macht 17, das ist ja auch nicht so geil. Die wird ganz nett vielleicht. Okay, ich muss gleich ein bisschen was verkaufen auf jeden Fall. Schilde. Wow, ich habe... Ah ne, das sind die Granatenmods. Okay, ich habe noch ein paar freie Slots im Inventar. Weil sie auch abnehmend sind. So. Okay, die haben wir erledigt. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns das nächste Ding vor, oder? Ja, einer fehlt noch. Ich muss jetzt wieder bei dir mitfahren, weil mich haben sie gerade zersäbelt. Ach ja.
Na dann, wieder vereint. Ist das nicht schön? Wo müssen wir hin? Da vorne. Wie in den guten alten Tagen. Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Und ich weiß nicht, ob das schön ist. Ja. Was kann das hier sein? Scusi, ja, ja, bleib mal, bleib mal. Ja, ja. Kannst du auf den Tank schießen? Kannst du auf den Tank schießen? Moment. Ja. Schön. Wie auch immer. Warte mal, lass die mal kurz da rauskommen, dann kann ich die überfahren. Na. Mal ganz kurz hier in Deckung. Ja, der Wagen. Wenn der Tank nämlich kaputt ist, dann haben wir das nämlich schon geschafft sogar. Okay. So, Monsieur Fett habe ich überfahren und wieder ordentlich Schaden kassiert dafür. Okay, gut, kaputt. Kaputt. Ich kriege trotzdem noch Damage aufs Auto. Warte, ich muss mal ganz kurz aus dem Auto raus. Ach, lad super, doch konnte, nach. Ausgestiegen war. So, ich muss nur kurz das Auto zerschießen. Okay, der rennt weg. Danke. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ja. Oh, warte. Der backt irgendwie so leicht bei mir rum gerade. Ich versuche hier gerade zu überleben. Der ist nur noch einer, glaube ich. Die anderen habe ich mir gerade geholt. Kannst du übrigens ein neues Auto holen? Ach du heilige. Moment. Uppa. Willst du mich loswerden, Jack? Ja, will ich. Ach, Mann. Nein, da vorne kommen halt schon wieder die nächsten Dinger. Da sind nämlich die Ventile. Wo kann ich mir eins holen? Direkt daneben den Ding. Ah ja. Naja, naja, naja. Müssen wir kurz die Quest noch erledigen mit den Ventilen. Die ist nämlich auch nicht viel schöner. Okay. Ja, dann erstmal abliefern. Ja, ich würde sagen, wir machen die beiden Ventile noch, weil die sind an demselben Punkt dann wieder zum Abgeben. Okay. Das kann ja jetzt auch nicht so viel Arbeit sein. Die Ventile waren ja vorhin recht easy. Also müssen wir... Fahre ich richtig? Bist du irgendwo hinter mir? Vor mir? Ich habe keine Ahnung, ML zu sein. Das ist... Ich fahre einfach mal hin. Wo ich denn hier fest? Ich suche den Punkt irgendwo. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo der ist. Aber ich glaube, der müsste direkt vor mir jetzt liegen. Okay. Super, der ist da, wo wir vorhin schon waren. Da, wo wir gerade so abgeschlachtet wurden. Nur irgendwo ein Stück dahinter. Ich glaube, ich habe den auch schon gesehen. Irgendwie hier oben rum. Ich glaube, wir müssen da zu Fuß rein. Och, Mann. Hier durch diese Felsen durch. Ich finde es schön, wenn es denn nicht anders geht. Wenn ich losrennen will. Ja, das sieht aber so aus, als käme man hier mit dem Auto nicht wirklich rein. Yeah. Oh, hier ist ein Käfer, hier ist ein Käfer, hier ist ein Käfer. Ach, nö. Ohne Kiste. Ich renne da jetzt nur hin, aktiviere das Ding und hau ab. Nur okay. So als und so. Ich hole mir die Beute. Okay. Gut. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich hau ab. Ha, ich sollte auch mal abhauen. Die Viecher sind echt übel. Ja. Zumindest in der Masse, in der die da auftauchen. Dann ist das nicht so schön. So. Na, großartig. Nein, 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 jetzt bin ich hier irgendwo hängen geblieben. Ja, das ist mir auch vorhin passiert. Ach, Mann. Rausrennen. Das ist so, nur noch ein so ein Ding. Das müsste unschön. Eigentlich hier vorne oben drauf sein. Dann drücken wir mal auf die Tube. Yeah. Hier sind glaube ich noch nicht mal Gegner, wie das gerade aussieht. Okay. Das müsste recht easy sein, nur einfach kurz Ventil zu drehen. Wobei ich höre Actionmusik, das hört sich nicht so gut an. Ach. Da ist nämlich auch ein Gitter drum, das ist super. Sicher. Ach, okay, ist eine Jump and Run Einlage, warte, ich hol mir das. Das kannst du dir gönnen. Wenn ich wüsste, wo ich da lang muss. Okay. Achso, ich glaube, ich muss hier oben drauf. Warte. Danach können wir dann auch einfach die... Ach, so. Super, geschafft. ...ganzen Sachen abliefern und die ja. nächste Müssen Mission annehmen. Einige Erfahrungspunkte jetzt geben. Das will ich schon hoffen. So, wo komme ich jetzt hier wieder raus?
Ach so, ich glaube, ich muss hier oben. Du kannst ja da bleiben. Ja, habe ich mir gerade so gedacht. Da geht dann wahrscheinlich so eine Tür oder sowas auf. Nee. Beschissen ist. So, warte. Wo ist mein Auto da unten? Gut, dann können wir die Sachen abgeben. Okay. Eieiei. Ja, Meisterfahrer. Man sieht das. So. Bei dieser. Müsste alles hier vorne jetzt sein. Bei dieser grandiosen Steuerung hier auch noch. Ja, die Steuerung, die ist einfach, die ist, na. Die kann man okay. Nicht mehr Steuerung nennen. Die ist einfach nur für die Füße. Wir stehen es durch. So. Warum läuft denn hier die ganze Zeit diese Action-Musik? Keine Ahnung. Was ist denn los? Das ich auch nicht so ganz. So, jetzt hört sich scheinbar auf. Ja, will ich mal schwer hoffen. Benzinkrise. Daran sollten nächstes sie zu knabbern Level. Haben. Genau da liegt dein Problem. Danke, jetzt kann meine Tankstelle wieder ihr Geschäft aufnehmen. Jetzt muss ihr nur noch ein paar Papiere für Helena Pierce ausfüllen. Sie kann ziemlich hartnäckig sein, wenn es um ihre verdammten Brandschutzbestimmungen geht. Und Todesstrecke von Pandora. Danke deiner Hilfe kann ich die Rennstrecke wieder in Betrieb nehmen. Ich wette, dein Fahrzeug könnte jetzt eine Wäsche gebrauchen. Die Schnecken wird hoffentlich ausreichen. Dieser Check, ach so, okay. Hm, ein schöner Granatenwerfer. Granatenwerfer. Rocket Launcher, 280 Schaden. Wow. Net, net. Die Actionmusik hat endlich mal nachgelassen. Schön. Wir haben jetzt hier noch zwei Missionen offen: Schwarzes Brett, Geister der Kammer und Schnitzeljagd Revolver. Ich nehme mal beide nochmal an. Was wäre denn die nächste Hauptmission? Das müsste eigentlich die sein, die hier drin ist, die du bei dem Typen findest. Okay. Ich frage halt, ob wir jetzt noch eben die Nebenmission machen sollen oder ob wir dann die Mission da machen. Also ich wäre jetzt eigentlich für Nebenmissionen erstmal noch. Sind nämlich zwei Stück halt. Moment, Level 22, Level 5. Ja, komm, die kann weg. Solid Sniper. Ach, warte, Sachen könnte ich aber eben verkaufen. Da dürfte ich auch so ein bisschen was haben. So. Ach, hier ist ein... ...414? Ach, der ist sogar noch stärker. Hoch. Schaden 44. Das Ganze nett. Ich auf jeden Fall nochmal. Ah, die kann weg. Steel Rocket. Die kann weg. Die Sniper ist nett. Die kann ich nur leider noch nicht benutzen. Die dürfte ich auch nicht brauchen. So. Ich hab $39.000. Okay. Alter, wo hast du so viel Geld her? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut, ich habe jetzt 33.000. Na, geht doch. 259, Supportmaschine. Schild, Level 22. Kapazität 349, Ladegeschwindigkeit 42. Erzeugt Säure Nova, wenn aufgebraucht. Das Ding ist nett. Komm, die Burning Sniper kann weg. Entzündung, plus 28% Entzündungsschaden. Ein Funkenskill, ein Diva-Skill. Hm, wäre vielleicht auch ganz nett. Den habe ich. Moment. Dann kann der auch weg. Na gut, ich habe alles geändert. Ich denke, ich habe soweit. Ich drücke immer die falschen Tasten. So. Wo kann ich eigentlich rauszoomen am Controller? So. Denn jetzt bin ich auch Level 19. Das heißt, ich kann entsprechend die Waffen ausrüsten. Ich habe hier einmal einen Steel Rocket Launcher. Der macht 414 Schaden. Mehr als das Doppelte. Als mein... Alter. Und eine Sniper mit 156. 256, Entschuldigung. Die Maschinenpistole ist auch eher. Naja. Hält sich in. Achso, ja, Level 22. Okay. Das könnte noch dauern. Ich habe eine interessante Mission gefunden. Die könnte sich lohnen. Da wird mir gerade noch hart auf den Sack geben. Okay. Ja. Bitte. Beep. Wo geht denn die Reise hin? Gute Frage. Hier irgendwo um die Ecke. Wow. Nee, hinter der Straße folgend und dann irgendwo hinter dem Berg, soweit ich weiß. Wenn ich das richtig auf der Karte gesehen habe. Na, das sollten wir ja noch hinkriegen. Auf jeden Fall, da ist irgendwie eine Ausgrabungsstätte für ein Artefakt, also sowas wie jetzt, wo wir momentan ja Feuer drauf haben bei unseren Special-Dingern. Ja. Gibt's da wohl irgendwie Blitz. Oh. Und das allerdings wohl schon im etwas höheren Level als das, was wir haben. Müsste hier oben sein, glaube ich. Na, dann machen wir das mal. Oh, hier sind ein paar Banditen.
Eieiei. Das war mein Fahrzeug. Deswegen bin ich ausgestiegen. Eieiei. Okay. Jetzt habe ich ja meine tollen neuen Waffen hier am Start. Wow, das sah schön aus. Na also. Oh, das geht auch mit den alten. Oh, hier sind okay, ein paar Freunde. Keine Kisten. Naja. Einmal hier entlang. Ich folge dir. Wow. Der hat mir leicht was mitgegeben. Ich helfe dir mal. Ja, der hat aber echt. Schön. Ach du Heilige. Hast du mir jetzt bei der Nase weggekillt? Ja, bitteschön. Na super. Ah. Er hat mich so schön runtergeschossen, weißt du? Und dann und kommt sowas hier wieder. Na super, ja, jetzt muss ich wieder von der Schwarzstation aus starten. Ey, das ist ja für den Arsch. Bei mir sieht es gerade auch nicht besser aus. Glaube ich. Wow. Diese Präzision. Jetzt. Na, so viel dazu. Jetzt. Ich habe immer diesen ellenlangen Abreiseweg, Anreiseweg. Das ist nicht gut. Ach, Jack. Achso. Ja, komm. Ich belebe mich auch mal wieder. Das wird nichts. Okay. Ein neuer Wagen. Ja, super. Achso, Quatsch. $3000 Gebühr. Also das sind ja schon horrende Preise. So, den habe ich mir mal genommen. Oh, Jack, du kannst dich übrigens zu den Wagen einfach hin teleportieren, ne? Ich weiß, das ist möglich. Ja, wollte ich mal angemerkt haben, ne? Nur der war vorhin auch zerstört. Schön. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Du solltest echt nach deinen Fähigkeiten mal achten. Welche Fähigkeiten denn? Ja, Fähigkeiten. Ein Falke. Ja. Also mir hast du zum einen gerade den Arsch gerettet, zum anderen habe ich den damit schön ausgeschaltet. Aha. Achso, da ist ja noch einer. Upsala. Eieiei. Na, mein Freund. Okay. Und hier? Achso. Verdammt. Geld. Leben. Boah, das dauert so ewig mit der Waffe, bis die mal nachgeladen hat. Der Typ ist auch ziemlich daneben. Noch eine Trophäe für meine Wand. Ach ja. So. Na, nehmen wir mit. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Ich wollte. Ich komme! Ich komme! Hi. Ah, okay. So geht's auch. So tief will ich jetzt aber nicht springen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dir bleibt zu spät übrig. Ich glaube, ich hänge fest. Ernsthaft jetzt? Oh, hier wird schon wieder geschossen. Ernsthaft jetzt, Spiel? Ich hänge hier echt fest, ne? Tja. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, ne? Kann ich wieder... Oh, ne, jetzt stehe ich aber wieder, oder? Hier wird ziemlich mies geschossen gerade. Ich hänge hier gerade ohne Witz fest. Ich muss doch hier irgendwie... Und ich habe ein bisschen Angst, da sind drei von diesen Fettviechern. Ach man, Spiel. Ernsthaft jetzt? Wenn sie das ein paar Zentimeter höher gemacht hätten, dann könnte ich ja rausspringen, aber ich hänge hier fest. Ja, ich kann dir da auch nicht helfen. Da muss ich irgendwie selbst umbringen. Ja, danke. Da kann ich dann auch nicht viel machen. Ach, Moment, da ist einer. Schön, wie die dich umgebracht haben. Soll ich dich reviven? Du kannst das mal probieren.
Ich kann dich reviven, ich stehe ja über dir. Du könntest es machen und dann mal kann vielleicht spawn ich dann irgendwie anders. Also, ne? Nö. Boah, das ist doch nicht dein Ernst, Spiel. Okay, lass mich sterben. Oh mein Gott. Jetzt müsste ich dich eigentlich extra nochmal wiederbeleben. Ja, du alter Troll. Sind die Wagen noch intakt? Mir fällt gerade ein Problem auf. Der Fahrstuhl ist jetzt unten und ich stehe auch auf der Hälfte. Und weiter? Wie willst du jetzt runterkommen, beziehungsweise ich gleich? Ich krieg da schon noch hin. Ich bin schon auf dem Weg. Aber pronto. Ich höre nur, wie hier geschossen wird. Nee, das überlebe ich nicht. Oder gibt es oben eine Fernsteuerung dafür? Der kommt schon für mich. Okay, gut. Ich fahr mit. Oh. So. Ich hab den, bevor der ganz oben war, schon wieder runtergedrückt, deswegen. Ja, ich auch. Ich hab den auch gedrückt. Ach so. Deswegen. Ich wollte nämlich schon auch aufspringen. Es ist sehr finster hier. Ja, und man kriegt hier ordentlich auf den Sack. Besonders. Oh, hier halten, steht einer direkt um die Ecke. Wie viel halten die denn aus? Also ernsthaft jetzt. Ich hab den. Von oben habe ich, also ein paar waren da die normalen bei und die halten echt eine Menge aus hier, die Typen. Also mit der Schrotflinte mache ich hier noch am meisten Schaden. Ja, aber da musst du tatsächlich richtig ordentlich den Ei mitgeben. Da kommt von hinten schon der nächste. Hehehe. Na, versteckst du dich auch? Na, Süße? Wow. Was wird denn das? Das war keine gute Idee. Also die Blitzdinger geben denen schon ordentlich was mit. Ja, dann drauf. Drauf, drauf, drauf. Warte, stopp, stopp, hör auf. Mach den weg. Ja, perfekt, danke dir. So, dann ist noch einer über, aber der ist der mieseste von denen. Weil bei dem macht selbst ein kritischer Schaden nicht wirklich viel. Also selbst 500 Schaden ist bei dem so gut wie nichts. Ja, ich sehe es. Ja, wie viel Leben hat der bitte? Oh mein Gott. Nein! Besonders wenn ich nur kurz rausschaue, dann kriege ich gleich wieder voll eine ab. Ich habe den auf mich getriggert, weil ich gerade... Weil ich gehe auch gleich drauf. Drauf, drauf, drauf! Ja, aber ich hab zu wenig Leben dafür. Ich sehe nämlich schon wieder nichts mehr. Da ist zu dunkel. Ah, verdammt. Nein, verdammt! Und tot. Nächstes Level. Ja, super. Jetzt krieg ich nächstes Level. Oh mein Gott. Aha. Weiß ich, respawne gerade. In dem Moment krieg ich neues Level 20. Super. Der war ein harter Borken und wo müssen wir eigentlich lang? Müssen wir hier weiter? Ja, wir müssen hier irgendwie gleich unten. Okay, dann können wir jetzt aber auch gleich die Folge beenden. Ja, wir sind schon wieder. War jetzt doch ganz spannend, der letzte Kampf, genau. Warte mal, ich vertick nur mal ganz kurz ein bisschen Stuff. Eieiei, okay, stimmt, hier drüben sind noch zwei Automaten. Da könnte ich auch mal wieder ein paar Sachen verkaufen. 30 Schaden. Das Problem ist, dass man nicht so eine Übersicht hat, welche Waffe tatsächlich wie viel Schaden macht. Ja, doch. Ja, ich meine, im Vergleich, welche Waffenart wie viel Schaden macht und wie gut ach das so. Ist. Ach so. Weil eine Sniper mit 200 Schaden ist gut, während teilweise bei den Pistolen ja, schon klar. Gut ist, die so 20 bis 30 Schaden hat. Also, ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, ja, schwer einzuschätzen. Support-Maschinen. Aha. Ich glaube, die... So? Ja, nein, soll ich die verkaufen? Ich verkaufe die einfach 22, mal. Verdammt. Aber das Gewehr ist trotzdem gut. Soll ich mit 80.000, Alter? Okay, gut, das kann ich mir nicht kaufen. Ich habe 40.000. Also, Ja, ich habe auch knapp 40.000, aber, Alter, das ist eine Hausnummer. Okay. Achso, ist hier ein Gesundheitsautomat. Ich könnte eventuell mal ein bisschen mehr, Medikits brauchen. So, ich würde sagen...
Aha, ja, hier nochmal die Leichen erkunden. Der Typ war echt ein harter Brocken. Oh ja. Der Gut, ich würde sagen, und so. Wir bedanken uns vielmals fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode. Und dann noch ein herzliches Tschüssi. Ciao.